LTB, das lustigste Buch der Welt. Heute geht es um das lustige Taschenbuch. Ich gebe euch Fakten und Infos, erzähle euch meine persönlichen Erlebnisse, sage euch, was mir gut und was mir nicht so gut gefällt und ob es wirklich das lustigste Buch der Welt ist. Und das sehen wir alles in diesem Video. Viel Spaß! Wie schon eben erwähnt, geht es heute um das lustige Taschenbuch. Erstmal so ein paar Fakten. Die erste Ausgabe des lustigen Taschenbuchs erschien 1967. Damals natürlich noch teilweise schwarz-weiß. Mein ältestes Buch vom lustigen Taschenbuch, das zeige ich euch erstmal, das ist nämlich nicht die Ausgabe Nummer 1. Die habe ich zwar auch da, aber das ist nur eine Zweitauflage. Denn zum 30-jährigen Bestehen 1997 hat die Firma Egmont de Harper, die das Buch, das lustige Taschenbuch halt produziert, eine Neuauflage der klassischen Bücher nochmal hergestellt. Denn die erste Ausgabe sieht eigentlich so aus. Meine richtige, älteste Ausgabe ist die Nummer 23. Die kommt aber nicht direkt von mir. Die habe ich von einem Onkel mitgenommen. Kommen wir erstmal zu einer positiven Sache des Buches. Und zwar hat das lustige Taschenbuch seit damals bis heute 254 Seiten. Und das ist eigentlich ganz geil, dass man da nicht irgendwie was geändert hat und so. Jetzt kommt natürlich ein Nachteil, da habe ich auch wieder was rausgesucht. Die Preisgestaltung. Ja, die Preise haben sich natürlich mit der Zeit geändert. Natürlich zum Negativen. Und ich erzähle euch jetzt mal, wie schlecht das ist. Und zwar, fangen wir mal an. Die Ausgabe Nummer 1 hat 2,50 Mark gekostet. Die Ausgabe 5 hat dann aber schon 2,80 Mark gekostet. Also nach 4 Ausgaben dann schon wieder 30 Pfennig mehr. Ausgabe Nummer 12 hatte dann 3 D-Mark, also auch schon wieder nach ein paar Ausgaben. Ausgabe 19 hatte 3,50 Mark. Die Ausgabe 28 hatte 3,80 Mark. Ausgabe 35 hatte 4 Mark. Also schon nach 35 Ausgaben haben wir 1,50 Euro mehr, beziehungsweise 1 Mark und 50 Pfennig mehr. Ausgabe 48 hatte bereits 4,50 Mark. Ausgabe 70 4,80 Mark. Ausgabe 81 hatte 5 Mark. Ausgabe 90 hatte 5,30 Mark. Ausgabe 100 hatte 5,90 Mark. Ausgabe 107 hatte 6,20 Mark. Ausgabe 143 hatte 6,50 Mark. Ausgabe 204 hatte 6,80 Mark. Das waren schon mal die Marktpreise. So, wir haben von 2,50 Mark bis 6,80 Mark alles erlebt. Also 4 Mark und 30 hat sich in der Lebensspanne erhöht von 1967 bis 2001 ungefähr. 2002 kam dann der Euro. Ausgabe Nummer 294 hatte dann 3,95 Euro. Das war der günstigste Europreis damals. Geil. Ausgabe Nummer 333, 4,20 Euro. Hier fing es aber dann schon langsam an. Nummer 372, 4,70 Euro. Da habe ich dann auch schon gekauft. Ich habe nicht jedes Buch gekauft, aber da kommen wir dann später nochmal zu. Nummer 398 hatte dann 4,99 Euro. Die Nummer 424, das war dann auch nicht mehr ganz weit entfernt, dann schon 5,50 Euro, ja 51 Cent mehr. Nummer 468 hat 5,99 Euro, die Nummer 494 hatte 6,50 Euro und die Nummer 528 hatte bereits bis heute 6,99 Euro. Also wir haben im Euro-Bereich 3,04 Euro an Preiserhöhung. Kann man jetzt sagen, was man will, ne? Natürlich Druckkosten und alles werden teurer. Aber an sich hat sich das Heft doch nicht, ja, groß verändert. Ich meine, wir haben immer noch die gleiche Seitenzahl. Was hat sich denn verändert? Natürlich, die Farben sind besser geworden. Wir haben nicht mehr so blasse Farben. Wir haben richtig kräftige Farben. Auch vorne auf dem Cover und so weiter. Wir haben natürlich auch bessere Geschichten, ne? Auch aktuelle Geschichten. Aber wir hatten damals sicher auch aktuelle Geschichten. Also, dass man da immer so krass eingreifen muss. So eine Preiserhöhung, natürlich, aber manchmal hier, man muss schon sagen, nach 20 Büchern dann wieder eine Preiserhöhung. Da musste auch damals mal als Kind dran denken. Wenn ich jetzt mal im Laden bin, ich habe ja wie gesagt nicht jede Ausgabe gekauft, immer mal eine. Und dann gehst du halt hin, hast dein gespartes Geld, nimmst vielleicht, sagen wir mal, die kostet 4,99 Euro. Du hast gerade genau deine 4,99 Euro mit, mehr nicht, ne, weil als kleines Kind. Nimmst gerade mal nur die 4,99 Euro mit. Gehst dann in den Laden und siehst, das Heft kostet 5,50 Euro. Es gab ja teilweise nicht mal eine Ankündigung, beziehungsweise ich habe es nicht mitbekommen. Aber es gab nie irgendwie mal eine Ankündigung, im nächsten Heft zum Beispiel Preiserhöhung kostet dann so und so viel.
Und selbst wenn da nur steht Preiserhöhung, du weißt ja nicht, wie viel es kostet. Vom lustigen Taschenbuch gab es natürlich auch noch andere Variationen. Wir haben hier zum Beispiel die Mammut-Comics. Das ist Abenteuer aus dem lustigen Taschenbuch. Und zwar steht hier: Liebe Leser, dieser Sammelband enthält bereits erschienene Ausgaben mit beliebten Comic-Abenteuern. Wir bitten deshalb zu beachten, dass die in den einzelnen Ausgaben enthaltenen Preisausschreiben und Angebote ungültig sind. Und zwar gibt es hier verschiedene, also zwei Ausgaben vom lustigen Taschenbuch, aber immer verschiedene. Wir haben hier die Nummer 326 und hier haben wir, die Nummer steht nicht da, haben wir hier für 7,99 Euro, also wenn man vom heutigen Preis nimmt, völlig gerecht, völlig fair, weil 6,99 kostet ja schon ein Buch. Dann haben wir lustiges Taschenbuch Enten-Edition Nummer 5. Der habe ich mir auch damals mal geholt. Hatte ich sogar mal mit in der Schule im Rucksack. Und es war lustig, mal im Englischunterricht so. Hast du so überlegt, ach, soll ich das mal der Lehrerin zeigen? Ne? Wäre mal geil im Unterricht. Können sie aber in die Schule kaufen, mal so 20, 30 Stück oder mal lesen. Wäre auch geil. So als Hausaufgabe, weißt du, lest das Buch durch. Ich hätte es sofort gemacht. Hier hinten haben wir auch noch so ein bisschen Übersetzungen. Ja, jetzt nochmal ein bisschen zur Geschichte. Und zwar damals, als ich natürlich lesen konnte, so ungefähr mit der Mickey Maus, habe ich dann mal so, eigentlich ein bisschen später, mal angefangen, so ab und zu mal ein lustiges Taschenbuch zu kaufen. Mal mehr und mal weniger habe ich es natürlich auch gelesen. Ich habe nicht alle, die ich hier habe, komplett durchgelesen. Ich hatte zwischendurch mal, war das 2014, so kurz vorm Schluss vom lustigen Taschenbuch, also wo ich es dann nicht mehr gelesen habe, ein Jahresabo bekommen und hatte dann ein Jahr lang mal komplett lustiges Taschenbuch. Was natürlich geil ist, weil diese Bücher haben natürlich auch so einen Buchrücken. Ja, wenn du alle Ausgaben hast, alle 12, 13 Stück im Jahr, kannst du die dann so hinstellen und dann haben die so ein geiles Bild. Ich habe hier die Ausgabe LTB 367 mit einer meiner Lieblingsbücher, die habe ich auch durchgelesen. So damals geile Zeit gewesen, 2007, 2008, Grundschulzeit. Hast du auch mal eins von deinen Eltern gekriegt oder hast du auch mal welche nachgekauft? Ich glaube, das habe ich irgendwann auch mal ein bisschen später nachgekauft. Bei eBay gibt es ja auch manchmal günstige Angebote, da muss man auch nicht zum Vollpreis zugreifen. Nice, auch hier wieder 254 Seiten und noch so ein bisschen mehr Werbung. Ach, hier steht sogar bei dem hier, das war 2007, ja. Was haben wir denn noch? Wir haben eine Maus-Edition, da habe ich beide. Es gibt ja die Enten-Edition, da gibt es ja schon mehr Ausgaben von. Das hier ist die Maus-Edition mit hauptsächlich Mickey-Maus-Geschichten. Fand ich richtig geil, weil mittlerweile könnte man das Mickey Mouse Magazin auch Donald Duck Magazin nennen, weil auf dem Bild neben Mickey Mouse, also steht da Mickey Mouse Magazin und da ist einfach Donald Duck. Früher war da immer Mickey Mouse. Oder auch die Geschichten. So, der Rätselcomic ist ja noch da mit Mickey Mouse und Goofy mal und so. Aber Donald Duck, also gerade so die Enten, die sind ja mittlerweile richtig in den Vordergrund gerückt. Maus Edition, geil, was haben wir hier für einen Preis? 6,50 Euro. Geht so, würde ich mal sagen. Also ich würde mal sagen, wenn das direkt 6,50 Euro kosten würde heute im Laden und ich sehe es, dann würde ich sagen, Preis in Ordnung. Aber wenn ich weiß, dass das früher mal günstiger war, dann denke ich mir auch so, ja gut. Weiter geht's mit dem fettesten lustigen Taschenbuch und zwar das lustige Taschenbuch Spezial. Das habe ich mal mitgenommen wegen dem Einband. Ich fand es halt einfach geil, das Bild. Das kostet 8,99 Euro. Hat auf jeden Fall 512 Seiten. Das ist von 2015 war das. Das letzte Jahr, wo ich noch sowas gekauft habe. Dann aber mein liebster Band und zwar Neffen in Gefahr. Das lag, glaube ich, mal wobei. Ich glaube, es gab so ein Set, ein Mickey Mouse Magazin und ein Buch. Und das habe ich auch tot gelesen. Also wirklich, das ist so die Ausgabe, die ich wirklich mal durchgelesen habe. Ich habe auch andere durchgelesen, aber halt nicht so schnell wie die. War halt geil. Weiter geht's. Und zwar das lustige Taschenbuch Weihnachten. Davon habe ich 4 Ausgaben und zwar Nummer 17. Ich habe noch die Nummer 18, 19 und 20. Ich glaube, die sind rot, gold und blau. Für 6,95 Euro. Dann haben wir LTB Advent. Wir haben 24 Geschichten zum Selbstöffnen. Das habe ich mal mitgenommen, weil ich die Idee ganz geil fand. Du konntest ja quasi jeden Tag hier so eine Geschichte aufreißen und die dann lesen. Ja, wer hat sowieso gleich alle sofort aufgerissen? Ich. Wahrscheinlich. Wann kam denn das raus? Es gibt ja mittlerweile auch 2-3 Ausgaben. 2015, sehr gut, ich dachte schon. Das heißt, 2015 habe ich das letzte Buch gekauft. Dann haben wir, das habe ich bei einer Klassenfahrt gekauft, lustiges Taschenbuch History.
Das war auch lustig. Wir waren mit dem Bus unterwegs, genau, Belantes. Das müsste gewesen sein, Belantes. Und dann ging es weiter zu, das war, glaube ich, irgendwelche Bungalows. Und wir waren auf dem Weg und da war eine Tankstelle. Und in der Tankstelle habe ich einfach das Heft mitgenommen, einfach 8,99. Wäre ich damals ein Sammler gewesen, ich hätte die wahrscheinlich alle gekauft. Weil hier sind die anderen Bücher davon. Nice. Dann haben wir das letzte lustige Taschenbuch, was ich je hatte. Das habe ich mir auch selbst gekauft. Das war, glaube ich, gar nicht bei lustigem Taschenbuch-Abo. Und zwar die Nummer 474 ertappt für 5,99 €. Schmerzensgrenze am Preis, ne? Schmerzensgrenze. Ist auch vom Jahr 2015, sieht man ja hier hinten. Es war die vorletzte Ausgabe 2015. Die andere habe ich dann einfach nur vergessen zu kaufen. Kein Bock, kein Geld, keine Ahnung. Und dann habe ich es nicht mehr gekauft. Bin ich auch froh drum, weil ich habe hier einige Bücher liegen. Wenn ich nochmal will, kann ich die ja lesen. Ich kann immer noch alle lesen. Warum soll ich mir jetzt neue kaufen und die lese ich vielleicht gar nicht? Weil es ist ja nicht so, dass ich zu wenig Zeit habe. Ich habe schon ein bisschen Zeit, aber ich habe halt auch zu viele Hobbys. So einige Hobbys. Ne? Mal mit Freunden treffen oder mal zocken, Videos aufnehmen, dann lese ich auch mal, ist halt einiges dabei. Ja, das war's eigentlich schon damit. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin und ciao.